Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Resident Evil mit Bolias Parallel. Huhu. Moin zusammen. Yeah, wir sind in dem schönen Video Geburtstagsparty und dürfen für Lucas, den Sohn der Familie, den vielleicht letzten Mitüberlebenden hier neben Zoe, dürfen wir jetzt hier ein lustiges Rätsel lösen. Zur Erinnerung, wir haben eine Kerze, die geht aus, wenn wir Richtung Kuchen gehen, aufgrund einer Wasserfontäne. Und die muss aber an sein und wir müssen die dann da reinstecken. Und ich habe keine Ahnung, also... Wenn man keine Ahnung hat, geht man auf Toilette und spült. Das ist eine absolut gute Idee, das sollte man wirklich öfter tun. Okay. Oh ja, also richtig gute Idee, Mann. Ey, da liegt was drin, Mann. Ist das Kacke? Komm, wir greifen rein, Alter, was ist los? Hey, ja, oh komm, das ist... Mann. Oh, er wühlt in der Scheiße. Ja, das halte ich mir jetzt ans Auge oder was? Ein Fern. Verschmutztes Fernrohr. Ja, geil. Wie die Kacke richtig korallenartige Strukturen dran gebildet hat. Tab, um Fernrohr im Inventar zu benutzen. Durchgucken. Ach komm, Alter. Das ist so. Ach, jetzt müssen wir es säubern. Das hätten wir erst säubern müssen. Geh mal hier an den Spülkasten. Kann ich das auswählen irgendwie, dass ich es in der Hand habe? Kommt kein Wasser, scheiße. Ja, die Dusche halt. Die Dusche? Die Wasserdüse. Wenn wir da drin stehen. Ah, ja! Ja, geil. Ein bisschen Rätsel kann ich doch. Bin ich völlig behindert. Super, nice. Geht es denn sofort an, das Wasser? Ja. Ja, musst du nur drunter stehen bleiben. Und dann das Ding auswählen. Genau. Das ist so Dr. Ja, meiner Prostata-Untersuchungs-Style vermutlich. Okay. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt angucken soll. Irgendwie mal den Kuchen. Ja, ein schöner Kuchen. Ein mehrstöckiger Tortenboden. Ich laufe jetzt nur mit dem Fernglas rum. Irgendwas müssen wir ja jetzt sehen dann sicherlich. Hier ist noch ein Zahlenschloss. Ah, da, genau, da war noch ein Zahlenschloss. Da war auch dieser, das können wir erstmal machen. Da bei dem Kuchen, da konnten wir diesen Stöpsel aus dem Fass auch rausziehen. Ah ja, ja, den ziehe ich jetzt erstmal raus. Den können wir beim Clown ja reinstecken. Der hat ja so eine Lücke. Ja, warte, ich muss erstmal das Ding haben. Glaube ich. So. So. Aus, kommt auch irgendwas raus? Ja, ist das jetzt auf Zeit? Was ist das? Ich lass das erstmal laufen. Der Fleck wird auf jeden Fall größer. Naja. Hoffe war jetzt kein Timer, den wir gestartet haben. Warte mal, hier können wir doch auch irgendwas benutzen. Wir können auf jeden Fall eine Zange uns irgendwie holen und das Wasser ausstellen. Ah ja. Ah, genau, das ist das Ventil. Ey, der Fleck wird echt immer größer, Alter. Ja. Weiß nicht, ob ich das feiere. Okay. Bin mal gespannt. Du hast letztes Mal schon gesagt, am Herd können wir die Kerze wieder anmachen. Ich dachte vielleicht. Ja, sieht so aus. Kommt eine Flamme. Ja. Genau, ja, okay. Ich weiß noch nicht, was das genau gebracht hat, aber ich hab's mal probiert, es geht. Muss die Kerze ja auch anmachen. So. Ja. Ich würde gern dem Clown jetzt mal den Schlüssel reinstecken. Können wir auch machen. Ja, ich bin ja für alles bereit hier. Ich würde erst mal alles probieren. So, er lebt. Schlüssel rein. Ich will immer noch nicht wirklich glauben, dass das echt ein Typ war, Alter. Ich will das wirklich nicht glauben. Wir können ihm irgendwas in die Hand geben. Jetzt? Die Kerze oder nicht? Das Fernrohr passt nicht. Die Kerze, wenn sie an ist? Nee, passt nicht. Nee, er hat ja irgendwas vor sich gekritzelt oder Nägel reingeschlagen. Irgendein Teil fehlt noch. Irgendwas muss er da ja gemacht haben. Kann man da schon irgendwas erkennen? Vielleicht mal in den letzten Raum einfach rein. Was haben wir denn hier? Ist das Gas? Das würde nichts nützen. Irgendwas strömt doch hier auf der einen Seite auf jeden Fall aus. Ich gehe mal hinten durch die Tür. Was ist das? Da ist ein Strick dran. Kann man den abbrennen? Kann man! Nice, okay. Geht auf. Okay. Alles voller Luftballons. Geil. Die können wir platzen lassen. Da ist jetzt aber nicht in irgendeinem wie so ein... Wie lässt du ihn platzen? Mit der Kerze ran einfach. Hä? Ah, okay. Nee, hier ist nicht irgendwo was drin, oder? Ballon. Oh, ich kann einen nehmen. Bestimmt Gasballon. Wie? Du kannst einen. Da liegt einer hinter dem Regal ganz rechts, so am Ende des Gangs. Nee, wird nicht irgendwo was drin sein, das dauert ja Stunden. Das wäre so ein Jugendweihe-Konfirmationsgag irgendwie, da Geld reinmachen und so. Krank. Ja, hier ist nichts. Ach doch, da. Da, ja. Ein Ballon. So, hier ist wieder auch ein Zahlenschloss. Okay. Können wir mit dem Ballon irgendwas machen? Ein Rätselpart ist ja schön. Richtig gut. Bewegen, andrehen. Ach! Guck mal, der hat richtig ein Ventil unten drin. Den können wir irgendwo draufsetzen. Auf das Gas. Auf das Gas, ja. Ja, müssen wir erstmal die Kerze ausmachen. Dann zum Gas hingehen. Ja. Oder das Bierfass. Eins von beiden. Ja, probieren wir erstmal in dem Raum mit dem Kuchen. Alter, der Fleck ist ein bisschen sehr groß mittlerweile geworden.
Lässt sich nicht stopfen. Ach so, Fass geht nicht. Geht nicht. Gut, dann gehen wir jetzt zum Gas. Geht auch nicht. Ja, dann ist das Gas hinterm Herd da halt, ne? Ja. Okay. Ja, geht auch. Nein. Warum sieht der so komisch aus? Aua! Alter, ich hab einen Nagel. Jesus! Oh fuck, was? Eine Feder, da ist sie! Ist das ein beschissener Ernst, Alter? Ey, was sind das für kranke Hurensöhne? Aber wir haben Tinte. Der Clown kann schreiben jetzt. Tinte. Geil. Ja, der schreibt jetzt uns jetzt den Code auf. Genau, und ich pack jetzt das Ding in seine Hand. Also, er kann ihn nicht. Er kann ihn nicht richtig halten. Warum? Was ist denn damit? Ich mach erstmal an. Ach, da fehlt ein Finger. Da fehlt ein Finger? Ihm fehlt ein Finger. Lol. Der Zeigefinger. Ja, der scheiß Finger ist in dem Kasten dann. Muss ja jetzt. Oder in einem der Ballons. Ich mach erstmal meine Kerze wieder. Ja, wir werden irgendwas mit dem Fernrohr, denke ich mal, finden müssen. Wir haben zwei Codes. Einer ist ein Wort, das wird der Clown schreiben. Und da vorne bei dem Kasten im Kuchenraum, wir haben ja mit dem Fernrohr noch nichts gemacht. Irgendwas muss ja mit dem scheiß Fernrohr sein. Ich weiß nur nicht, was wir hier groß jetzt mit dem Fernrohr sehen sollen. Toilette? Ne, da haben wir es ja her. Kann ich die gerade... Ey! LOL! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Stell dich mal vor das Bild, also vor dieses gesplittete Bild mit der Familie quasi. Diese Monitore und benutze da mal das Fernrohr. Ja, hab ich. Ja, siehst du es? Da fehlen doch... Das sind die Zeichen für den... Ein Embryo? Was ist das, linke? Also bei mir ist eine, die ein aufgehängter Mann. Ja, genau. Ein Grabstein mit Rabe und Embryo. Ja. Aufgehängte Grabstein-Embryo. Okay, kann man sich merken. Mal sehen, was hier jetzt explodiert. So. Aufgehängte... Das ist so. Dein Embryo. Embryo. Alles Alben von Genetik. Yeah! Nice. Da ist das Embryo. So, okay, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Rohpuppe. Warum geben Sie uns jetzt noch einen zusätzlichen Gegenstand? Kann ich die Strohpuppe? Nee. Ja, was sollen wir mit der fucking... die Puppe fühlt... sie fühlt sich hart an. Okay, ist die zweitherzte Sache im Raum. Aber wo soll sie hin? Hier. Ah ja, guck mal, wenn wir durch diese Absperrung gucken, links von diesem Familienbild, da hängt auch dieses Rad für das Ventil tatsächlich. Also da müssen wir rein. Wir müssen den Code vom Clown kriegen auf jeden Fall. So, der platzte Luftballon. Kerze, wir kommen da nicht durch. Ist hier vielleicht... Kommen wir hier? Oh. Hier. Oder ist das einfach das Passwort? Ohne das Passwort, okay. Ohne das Passwort. Kann ich ihm die Strohpuppe geben? Passt nicht. Ja, wo soll die Puppe denn aber hin? Die haben doch gar nicht mehr viel. Irgendwas muss doch noch mit dem Ballon sein. Es kann doch nicht sein, dass hier nur einer funktionsfähig ist. Strohpuppe. Hier können wir die auch nicht reinmachen. Können wir die tränken? Mit der Flüssigkeit bringt aber auch nichts. Irgendwas muss doch mit dem Wasser aus sein. Okay, das... Lucas hat gesagt, sie soll eine brennende Kerze reinstecken. Ja, wir müssen... definitiv erstmal irgendwas hinkriegen, dass wir das Wasser löschen. Also das Wasser löschen nicht, sondern das Wasser ausstellen. So. Ja, das kriegen wir über das Rad, was in dem Raum genau ist, wo der Code benötigt wird von dem Clown. Aber so. Wo soll sein Finger denn jetzt sein? Kann ich mir diese unserem Arsch Dinge angucken? So. Kann ihn kann aufziehen angucken? Und versucht dazu schreiben. Irgendwo haben wir noch nicht nachgeguckt. Irgendwas fehlt Scheiße noch. Ich guck jetzt alle Ballons nach, ist mir egal. Ey, meinst du das da? Das wäre asozial. Keine Ahnung. Also es war bei uns immer so ein beliebter Jugendweihe-Konfirmationsgag, dass man so einen Luftballon macht oder Eis und packt da halt Kleingeld rein und die müssen dann kaputt gemacht werden. So. Ja, das wäre schon sehr Hurensohn eigentlich. Da liegt der Finger hier oben drin. Er hat uns einen scheiß Stift im Bauch geballert. Ja, was für ein Penner, Alter. Das ist nicht sehr nett. Also Schreibwarnlagen sollte er nicht betreuen auf jeden Fall. Ich hätte gern Füllfederhalter. Ja, bitte, zack. Ach, was passiert denn? Die Strohpuppe können wir anfackeln. Ja? Achso, wir können die benutzen mit ihrem Stroh. Anderen, ne? Und da ist der Finger drin. Kann LOL! Ich das nicht kombinieren? Ich kann das nicht kombinieren. Du musst die Puppe nur an den Herd halten. Oh, lol.
Ja, ich finde es aber schön, dass es zumindest durch Probieren geht, Alter. Ja, du bist diesmal richtig gut drauf. Das ist super. Ja, ich habe meine Schule fast fertig, Digga. Ich bin gesegnet heute. So, ich steck mal den Finger ran. Ja, ich will auch Finger. Ja, ich warte noch mit der Feder, dass wir die zusammen so machen können. Wo ist der Finger? Da ist der Puppenfinger. Brüderlicher Federhalter. So, Feder so reinsetzen. Ich gebe sie ihm jetzt, jawohl. So, pass aufziehen. Und aufziehen. Seit wann? Ja. Was ja. Das? Was machst du? Oh Gott. Was machst du da? Komm an, nein! Nein! Alter! Alter, war das so klar. Oh, ist das freudig. Fucking, es ist so fucking Psycho, Mann. Loser. Ja, Loser. Und auf dem Ursprungsding stand Happy und das Passwort ist Loser, Alter. Fuck my life. Ja, aber den Code können wir nicht vergessen. Er ist auf unserem Arm. Das ist sehr, sehr nett. So. Happy. So. L. Oh, ist alles durcheinander, oder was? Ja, sieht so aus, ne? Loser. Wo ist das E? Da ist es. R noch. Nein! Okay. Loser. Vor allem mit dieser rostigen Feder, Alter, in der Haut, die ritzt man. Wie wenn die in irgendeinem afrikanischen Dorf so ein traditionelles Tattoo stechen lässt, Alter. So, offen ist es. Ja, Alter. Ventil. Sehr schön. So. Das war's, Lukas. Kein Jumpscare, kein Monster, das ich mit einer Kerze töten muss. Nicht. Ja, warte ab. Wir wissen ja immer noch nicht, was das in dem Fass war, Alter. Das, ja. Guck mal, wie das. Dass wir jetzt gleich selber verbrennen. Ja, guck mal, wie das sich nämlich zufällig Richtung Kuchen auch vorgefressen hat. Immer noch läuft. Ich stecke jetzt das Rad rein. Ja, ich bin auch soweit. Drehen wir mal ein bisschen am Rad hier jetzt. Ja. Yeah. Geil. Yes, sir. So. Okay, so, Wasser ist aus. Yeah. Sehr schön. Kerze an. Kerze anmachen. Ich kann ja auch rennen, ne? Wir können auch rennen, ja. Vergesse ich jedes Mal. Ich bin auch noch relativ entspannt, ich glaube. Okay, Licht ist aus. Ich bin nicht mehr entspannt. Hat sich erledigt. Ich geh jetzt da rein. Sag, wenn du reinsteckst. Okay. Ich bin jetzt da. Dann let's rein. Do this. Yay. Ich höre es auch ticken. Ja. Oh. Wieder weg, Digga. Ach du Scheiße. Und ist es Benzin? Nee? Oh fuck doch. Ja, Mann. What the fuck? Verbrennen kann jetzt? Laufen. Ich sehe, wie ich verbrenne? Und es ist die Tür zu. What the fuck? Ja, das Rad rennt. Das Rad rennt. Fuck it. Oh Mann. Come on. Scheiße. Dreh es. Ja, ich hab's jetzt abgebrochen. Es ist abgebrochen. What the fuck? Wo sollen wir hin? Verbrenne. Dieser Hurensohn. Scheiße. Fuck. Alter. Happy Birthday! Oh Mann, ey. Was für ein kranker Motherfucker. Was für ein Alter. Happy Birthday. Er kommt nach seinem Vater, das kann man ihm lassen. Scheiße, Mann. Jetzt wissen wir wenigstens, was das für ein kranker Hut ist. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Lustige Spielereien, so Saw-mäßig jetzt, Alter. Mhm. Oh, krank. So, ich baller mir jetzt erstmal noch ein Medipack rein. Ja, ich bin tatsächlich noch im Loading. Videos laden immer sehr lange bei mir. Ich weiß nicht genau, warum. Okay. Speichert immer sehr lange bei mir. Aber war auch ein gefüllter Part hier, würde ich sagen. Ein schöner Rätselpart. Mit das ist wohl wahr. Keinen großen Scares, aber absoluten Abfuck. Und ich glaube, wir haben jetzt richtig Bock, einfach auf seine Party zu gehen. Das wird einfach nur toll so. Das wird die Partys von großen Gatsby und so einfach verblassen lassen ohne Ende. Und ja, bereiten wir uns nochmal vor im Wohnwagen, ne? So sieht's nämlich und aus. Und dann geht's im nächsten Part da rein, feuerfrei. Der hat bestimmt mal ein paar neue Mobs auch für uns. Mit Anspringen und Kotzen und was gibt's noch so bei Zombies? Explodieren und alles. Ja, erzähl's ruhig. Es wird auf jeden Fall passieren, Mann. Geil. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Tschau. Macht's gut.